In der Vorweihnachtszeit 2012 öffnet das Anhaltische Theater die Türen eines ganz besonderen Adventskalenders. Schauspieler, Sänger, Musiker und Mitarbeiter des Theaters lesen oder musizieren vom 1. bis zum 23. Dezember an ausgewählten Orten der Stadt. Am Freitag las die Theaterpädagogin im Heiligendorf aus einem Weihnachtsgeschichtenbuch. Ja, heute ist der 7. Dezember, das heißt, ich habe heute hier vom Anhaltischen Theater das 7. Adventskalendertürchen aufgemacht mit einer kleinen Geschichte von dem Kater Novalis, der einen Brief an das Christkind schreibt. Und es waren viele Kinder hier, viele kleine Kinder und wir haben sozusagen in unserem Adventskalender heute eine Geschichte hervorgezaubert, mal was anderes als Schokolade, die ja meistens im Adventskalender ist. Bei den Zuhörern kommt dieser Theater-Adventskalender gut an, denn jeder der Mitarbeiter hat sich auf seinen Auftritt vorbereitet. So freute sich immer Heiligendorf besonders auf ihren Auftritt. Also es sind Geschichten unterschiedlicher Art. Es kommt natürlich immer darauf an, wo wir zu Gast sind. Das heißt also, diejenigen von uns vom Theater, die das Adventskalendertürchen öffnen, bringen natürlich auch Geschichten mit, die passend sind. Wir sind bei Senioren genauso wie bei kleinen Kindern hier. Und die Kollegen schauen dann, welche Geschichte sie am liebsten haben und welche Geschichte passend sein könnte. Und es gibt so viele schöne Weihnachtsgeschichten. Und in der Vorbereitung hat es mir persönlich riesen Spaß gemacht, selber wieder Geschichten zu lesen und mir zu überlegen, welches könnte die richtige Geschichte für den Ort sein, wo ich hingehe. Weitere Adventskalender-Türchenaktionen sind geplant, wie immer Heiligendorf wusste. Genau, richtig. Wir haben für jeden Dezembertag, wie das bei einem Adventskalender so ist, ein Türchen, was wir aufmachen können, eben mit dem Unterschied, dass wir es lebendig vortragen mit Geschichten. Unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Theater, Künstler, ich als Theaterpädagogin bin dabei, aber zum Beispiel auch Sängerinnen, Schauspieler, Regieassistenten, die alle bei uns ein Türchen aufmachen. Die Türchen mit Lieblingsweihnachtsgeschichten, Märchen, Gesängen und Musiken öffnen sich in Krankenhäusern, in der Bahnhofsmission, in Seniorenheim, im multikulturellen Zentrum oder beim Behindertenverband. Eine Aktion, die sicherlich auch im nächsten Jahr ihre Fortsetzung findet.